Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Mond vor der nächsten Prüfung. Ich weiß nicht, wie viel das ist eigentlich. Wollte ich sagen, vor der, was weiß ich, vor der, ja, wisst, was ich sagen wollte. Ich wollte jedenfalls eine Zahl sagen, aber ich kenne keine Zahl. Ihr könnt das ja mal für mich rausfinden. Wie viel der Prüfung ist das hier? Miri, endlich ist es soweit. Also, ich erkläre dir jetzt mal, worum es bei der Prüfung geht. In diesem verlassenen Laden spuken jede Menge Geister-Pokémon herum. Bei meiner Prüfung geht es nun darum, das Herrscher-Pokémon zu finden und mit dem Pokémon-Sucher ein Foto von ihm zu schießen. Ich muss also fotografieren, das kann ich. Das Herrscher-Pokémon versteckt sich sehr gerne und spielt anderen am liebsten Streiche. Aber keine Sorge, es ist nicht gefährlich. Okay, wenn du andere Pokémon fotografierst, wird es neidisch und will unbedingt ins Rampenlicht. Wenn also irgendwo etwas Merkwürdiges geschieht, dann untersuch die Stelle doch mal. Hinter dem Spuk steckt ganz bestimmt ein Geister-Pokémon, das nur darauf wartet, fotografiert zu werden. Okay. Hier, ich leihe dir meinen Pokémon-Sucher. Hey, Rotom ist ja auch ein Geister-Pokémon, nicht wahr? Das passt ja wunderbar. Warte, ich stelle ihn für dich ein. So, ich habe dir für die Prüfung den Fotomodus eingestellt. Deiner Fotosafari im verlassenen Laden steht also nichts mehr im Weg. Sobald du den verlassenen Laden betrittst, heißt es, mach dich bereit, es ist Prüfungszeit. Du kannst drin keine Pokémon fangen und hinaus gelangst du nur, wenn du aufgibst. Also betritt den Laden bitte gut vorbereitet. Okay, na dann gehen wir mal in den Laden, würde ich sagen. Die Prüfung beginnt. Schön hier. Normalerweise bewegen sie die sich doch auch so von wie von Geisterhand. Naja. Ich möchte ihn aktivieren, natürlich. Na dann gehen wir mal fotografieren. Ich denke, da ist nichts zu fotografieren. Warum kann ich das Ding denn nicht bewegen? Achso, hier. Gewonnen! Das Pokémon hatte ich bemerkt. Ich denke, es tötet mich jetzt. Hallo Nibulak. Wie geht's so? Hat ganz schön Augenringe, das Pokémon, oder sieht das nur so aus? So, was haben wir denn hier? Wow. Gutes Pokémon, was ich vorne habe. Tja. Tja. Hat nicht irgendjemand eine Unlichtattacke? Irgendjemand? Nur eine kleine? Hier. Schön. Nur eine kleine Unlichtattacke würde mir schon helfen. Wenn ich lieber Knirsche als Biss hätte, aber. Super. Warum kämpfen wir überhaupt miteinander, wenn du eh sowas machst? Boah, krass. Wie viel Schaden das macht. So. Erst einmal ein Biss für dich. Und dann tue ich Wolverock nach vorne. Ich denke, das ist sinnvoll. Pikachu! Das ist ein Pikachu! Ich denke, das ist Pikachu ist nicht echt. Ich hatte gerade für einen Moment vergessen, was ich tun wollte, aber es ist mir wieder eingefallen. So. So. Ich laufe einfach mal dem Pikachu hinterher. Wie von, dass er immer da steht, wie von Geisterhand, ne? Oh Mann. Hallo? Ich denke, ich hab's gefunden. Das Pokémon hat dich bemerkt und jetzt versucht es, dich anzugreifen und zu töten, höchstwahrscheinlich. Hallo, Apollo. Ja, aber ein Wolverock. Was wohl das Herrscher-Pokémon ist? Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das ein Gengar sein soll. Auch wenn es das einzig Logische wäre hier mit Apollo und Nebulak. Aber bestimmt ist es dieses Ding, was du tust, das wäre es Pikachu, weil da ist ja ein Pikachu gelaufen. Ich weiß nicht. Das würde Sinn machen, oder? Wo ist es hingegangen? Hier ist eine Sackgasse. Oh, nein.
Jetzt muss ich auch noch durch ein Labyrinth. Sie schweben, sie schweben. Ist das nicht unheimlich? Oh Mann. Ah, hier ein Gengar. Wo ist es hin? Wie, aha, ich hatte es. Wenn der Auslöser nicht schnell genug ist. So, zwar nur von hinten, aber erwischt. Das Pokémon hatte ich bemerkt. Schön. Hallo, Gengar. Ich mag ja Shiny Gengar. Vor allem Shiny Mega Gengar. Das wird ja weiß. Das ist so cool. Genauso wie Shiny Amphira, dass er auch weiß ist. Das ist einfach... Das ist... Ich finde das cool, dieses... Wenn das normale Pokémon schwarz ist und die Shiny-Version wird weiß. Oder genau andersrum. Das ist irgendwie immer die coolste... Oh, super. Das sind die coolsten Shiny-Versionen. Na super, danke Gengar, danke Gengar. Das ist so nett von dir. Du bist so ein freundliches Pokémon. Tschüss. Ja. Nächstes Mal überlegst du es dir doppelt, wenn du mich angreifen willst. Level up für Wolverock. Sonst nichts. Jetzt sehe ich wieder das Pikachu, ja. Ich denke aber, ich sollte zuerst mein armes Wolverock heilen. Super Trank. Super geheilt. War das nicht ein witziger Wortwitz? Nein, nicht wirklich. So. Obwohl du nichts getan hast, ist die Tür nun nicht mehr abgesperrt. Sie war mal abgesperrt. Eine unheimliche Aura ist von irgendwoher zu spüren. Das ist nur eine Abstellkammer. Der Pokémon-Sucher hat sich von allein aktiviert. Okay, das ist ein bisschen seltsam. Fotos von einem Mädchen mit Pikachu. Ein Pikachu-Schwanz. Ja, ich denke, ich hatte recht. Pikachu. Pikachu. Okay, das ist ganz schön unheimlich. Pikachu. Hallo. Oh, er steht hinter mir. Das ist wie in einem Horrorfilm. Oh, ist das nicht ein süßes kleines Ding? Oh, es ist so süß. Irgendwie. Auf eine seltsame Art und Weise. Mimigma. Mimigma. Ich weiß es nicht. Dass das kleine Ding Herrscher-Pokémon ist, ne? Das ist schon so eine Sache. Bist du rein Geist? Bist du einfach nur ein Geister-Pokémon? Das weiß ich leider nicht. Was wolltest du machen? Wolltest du mich mimikrieren? Wie ist deine Tarnung ist auf. Warum habe ich das denn jetzt nicht getroffen? Okay. Ich denke aber, jetzt kann ich es angreifen, oder? Das ist seine Tarnung. Ich weiß es nicht. Ich hoffe mal. Oh, Knuddler, schön! Bist du eine Fee? Ja, nee. Oh, das hat sich gereiht. Oh, wow, das war schon nicht schlecht. Natürlich hat das Tiefschlag. Natürlich hauen die mich jetzt alle zusammen. Ah. Ich habe echt keine Ahnung, was das Mimigma für ein Typ ist. Puh. Tja. Gucken wir mal, ob Amphira einfach raufhauen kann. Das könnte natürlich Fee sein. Ich habe aber keine Ahnung, dass er Knuddler kann, aber... Ich habe keine Ahnung. Wenn das Fee ist, dann wird ihm die Feuerattacke jedenfalls wehtun. Das ist ein echt schnelles Pokémon. Das hat wohl eine ziemlich hohe Initiative. Das Mimigma. Glaube ich zumindest. Würde ich jetzt mal sagen. Au. Okay. Ja. Gar keine Ahnung, was das für ein Typ sein könnte. Beim besten Willen nicht. Und auch nicht, ob es sich jetzt hochheilen kann, theoretisch.
Dass er keine Beere anscheinend dabei hat. Oh, der Tiefschlag ist ja so gemein. Au, Amphira, nein, 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 nein. Kacke. Boss. Okay, jetzt hauen wir einfach mit bloßer Stärke drauf. Ich hoffe, das hilft. Dampfwalze trifft alle, nicht wahr? Nein, Apollo schwebt. Deswegen macht das ihm nichts aus. Oder nicht? Hat Apollo noch nicht Schwebe? Hat... Ich war mir so sicher. Aber wenn da steht sehr effektiv, dann trifft es ja wohl, ne? Oder? Oder geht das nur auf den Typ und nicht auf die Fähigkeit? Ich glaube, es geht nur auf den Typ und nicht auf die Fähigkeit. Das heißt... Ach ja. Ihr wisst, was ich meine, denke ich. Oh, komm schon, Pampo. Und jetzt macht das bestimmt... Albtraum oder wie auch immer das heißt. Traumfresser. Jetzt. Oh nein, nur Tiefschlag. Autsch. Boah. Ja, nee, ne? Okay, okay. Ich denke, okay. So, Tukanon. Meine Z-Attacke habe ich jetzt natürlich schon verbraucht, ne? Ich hoffe, das Ding ist... Oh, das wird so wehtun. Komm schon, das überlebst du. Bitte, bitte, yes. Nein! Oh, warum sind denn die beiden so schnell? Och, och, Mann! Oh. Das ist so frustrierend. So sehr. Warum sind die beiden so abartig schnell? Ja, tschüss, das war's. Oh, das hat's überlebt? Ja, das nicht. Das gibt's doch echt nicht. Also diese Kombi hier aus Hypnose und Tiefschlag und hohe Initiative ist echt... Ist schon echt... Oh nein, warum habe ich eine Attacke eingesetzt? Über zwei Runden geht ich voll Idiot. Oh Mann, man kann sich's aber auch selber... Oh nein, und Tukanon wäre auch noch schneller gewesen. Yes, yes, yes! Ja, das war natürlich verdient und nicht nur Luck. Also... Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Das hatte ich mir absolut verdient. Oh Mann. Bohrschnabel. 80 Schaden. Pflücker. Ich denke, die halten so wenig Items, dass ich lieber Bohrschnabel nehme. Oh Mann. Das war echt so eine Aktion gerade, ne? Autsch. Manchmal muss man auch Glück haben in Pokémon. Und er kann ja nicht immer mit seiner blöden Hypnose treffen. Und so böse wie Tukanon guckt, das würde ich auch nicht. Dem würde ich auch nicht zu nahe kommen. Ach, es ist entschwunden. Im Pokémon-Besucher befindet sich jetzt ein weiteres Foto. Es ist ein verschwommenes Foto von Mimigma. Klasse. Prüfung geschafft. Willkommen zurück, Miri. Dann will ich mir gleich mal die Fotos ansehen. Zeig mal her. Super, das ist Mimigma. Ein Schnappschuss von Mimigma gelingt nur den wenigsten. Bravo. Also dann. Ich denke, mein nächster Z-Kristall. Es sieht aus wie ein Geist. Yay, Prüfung bestanden. Puh. Ich und mein Professor Eichshirt. Ich meine, es gibt wohl nichts Schöneres als dieses T-Shirt, Shirt, was auch immer. Willst du die Z-Kraft vom Typ Geist anwenden, dann machst du das mit dieser coolen Pose. Cool, ich glaube, darüber müssen wir uns unterhalten. Da du meine Prüfung bestanden hast, darfst du hier jetzt auch alle Pokémon fangen.
Und die gibt's oben drauf. Finsterbell. Dankeschön. Geister-Pokémon sollte man immer dabei haben, wenn du mich fragst. Ich habe doch schon eins, mein Starter. Was? Der Pokémon-Sucher hat sich von allein aktiviert, als du das Hinterzimmer erreicht hast? Jetzt hör schon auf, Miri. Du wirst mich auf den Arm nehmen. In diesem verlassenen Laden gibt es doch gar kein Hinterzimmer. Wenn du mir Angst einjagen willst, musst du dir schon eine bessere Geschichte ausdenken. Was? Was war denn das? Mir ist es gerade eiskalt den Rücken runtergelaufen. Ob es wohl plötzlich kälter geworden ist? Ach was, das bilde ich mir bestimmt bloß ein. Okay, wir gehen. Da hinten, habt ihr das am Zaun gesehen? Da war Mimigma was entlang gelaufen. Das habt ihr das gesehen? Ja, habt ihr das gesehen? Bitte. Wo muss ich denn als nächstes hin? Nein, ich will nicht mit dir reden. Lass. Zurück zum Ätherhaus, okay. Ich fliege einfach mal mit Glurak. Mindestens zur nächsten Stadt. Ja, das sieht schon richtig aus. Attacke! Ach, dass man die VMs nicht mehr Pokémon beibringen muss, ist so schön, ehrlich. Das ist schon echt cool. Das gefällt mir. Aber gibt es die jetzt als TMs oder sind das immer noch VMs, Fliegen und so? Bekommt man das überhaupt noch? Das wäre ganz schön traurig, finde ich. So. Wo ist denn das Ätherhaus? In welche Richtung? Ach, hier. Ja, man bekommt das ja angezeigt. Kann ich Tauras auf... Ja, das ist doch mal eine gute Idee. Jetzt sollte ich es nur noch einsetzen können. Dann ist das bestimmt hilfreich. Oh nein. Tali, warum redest du auch nur mit denen? Wow, den Kleinen habt ihr ausnahmsweise ja mal richtig abgefertigt. Anton ja gar nicht gewöhnt. Bisher habt ihr euch ja von jedem dahergelaufenen Bike fertig machen lassen. Aber um die da kümmere ich mich trotzdem lieber selbst. Ich war noch gar nicht heilen. Ah! Ich hoffe, du erinnerst dich noch an das, was ich bei unserem letzten Treffen gesagt habe. Wenn du uns weiter im Weg stehst, mache ich nächstes Mal ernst. Sag also nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Leute, ich war noch gar nicht heil. Das ist nicht so gut. Ich denke, ich habe ungefähr gar keine Chance. Mit nur zwei Pokémon. Ah, ein Golbat. Oh nein, sie leben wieder. Ja, geheilt worden. Yes, Glück gehabt. Okay, alles in Ordnung. Was sind Stärke? Steinhagel oder Felskraft? 75 und hier haben wir 60. Okay, ich denke, dass... Ach. Drecksvieh. Ach, Wolverock. Warum? Oh, wow, macht das viel Schaden. Krass. Na? Oh Mann, und jetzt auch noch... Irgendwo habe ich gelesen, dass Verwirrung nicht mehr zu 50% sich selbst trifft, sondern nur noch zu 25%. Stimmt das denn? Ich weiß es gar nicht. Ich habe noch nicht... War in dem Spiel bisher noch nicht so oft verwirrt. Und nachgelesen habe ich es bisher auch noch nicht auf offiziellen Seiten, aber... Habt ihr damit Erfahrung gemacht? Stimmt das tatsächlich? Man trifft sich jetzt weniger selbst? Ich habe auch einen Amphira, aber das hier ist ein Pampros. Das wäre cool, wenn den Shiny Amphira hätte. Das Amphira ist ganz schön klein. Nein, ich habe noch gar nicht die Boden. Ey, du kleines. Ich habe gerade geredet. Du kannst mich doch jetzt nicht vergiften. Ach Mann. Meins kann auch vergiften, mein Amphira. Meins ist viel cooler als deins. Tschüss. Ach, wenigstens ein Level-Up und sie schon down. Ich hätte erwartet, dass sie wenigstens mehr als zwei Pokémon haben. Das ist
finde den Vorstand von einem bösen Team schon ganz schön schwach irgendwie. Ha, ich kann mich selbst nicht mehr ausstehen. Also nur zwei Pokémon, da haben die Rüpel doch teilweise mehr. Nein, haben sie nicht, aber gleich viel. Mann, du hast echt drauf. Jetzt verstehe ich, warum die Jungs dich nicht im Nullkommanichts vom Platz fegen können. Darum will unser Boss wahrscheinlich auch, dass du Team Skull einen Besuch abstattest. Damit du das auch tust, haben wir ein Pokémon aus dem Haus hier mitgehen lassen. Wenn du willst, dass wir es zurückgeben, musst du zu uns kommen. Und zwar allein. Unser Boss kann es kaum erwarten, dich in unserer Basis in Po-U willkommen zu heißen. Oh. Diese Namen von den Städten. Kämpfe, bei denen so viel auf dem Spiel steht, machen irgendwie keinen Spaß. Oh nein, hoffentlich geht's allen gut. Das weiß ich nicht. Armes kleines Mangunior. Das werden sie uns büßen. Aber ich muss zugeben, das war ein ziemlich cleverer Schachzug von diesen Hohlschädeln. Ja, es gibt nur eine Möglichkeit, das Pokémon zu retten. Miri muss allein nach Po gehen, so wie sie es gesagt haben. Genau, denn in Po befindet sich das Hauptquartier von Team Skull. Aber keine Sorge, ich kenne ja jemanden, der dir vielleicht helfen kann. Such einfach auf Route 15 nach einem Mann in einem sehr auffälligen Outfit. Okay. Bitte hilf meinem kleinen Mangunio. Ich gebe dir auch das hier dafür. Oh, danke schön, ein Sonderbonbon. Na dann, gehen wir mal ihr Pokémon suchen. Aber ich würde sagen, das machen wir im nächsten Part. Wenn es euch gefallen hat, kommt auf jeden Fall nächstes Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Und tschüss.